Hallo Leute! Heute präsentiere ich euch den Film Gamer. Ja, worum geht's in Gamer? Es geht um Cable, der ist ein sogenannter Slayer in dem Videospiel Slayers. Er ist ein verurteilter Mörder und muss sich jetzt durch 30 Sessions kämpfen, um freizukommen. Zusammen mit seinem Gamer, der ihn kontrolliert, Simon. Doch als er in den letzten drei Missionen ist sozusagen. Er muss noch drei machen, damit er frei wird. Findet das der Produzent des Videospiels, Castle, nicht so pralle, weil Cable weiß so Sachen über ihn, die ja ihn stürzen könnten. Also schickt er nun Leute los, um Cable zu töten und auch noch seine Familie und seine Frau und sein Kind ausfindig zu machen und unschädlich zu machen. Jetzt muss Cable sich natürlich verteidigen und versuchen, seine Familie zu retten. Ob er das schafft, ja, das seht ihr in Gamer. Der Film ist von 2009 aus den USA, ist vom Genre her Science Fiction und Action, geht 95 Minuten und ist eine FSK 18. Ich glaube, ist der erste FSK 18 Film, den ich gemacht habe. Budget war 50 Millionen US-Dollar und das IMDb-Rating ist 5,7, was jetzt nicht so pralle ist, aber da gehe ich ja gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Man kann ihn sogar streamen auf dem Amazon Prime Channel Galactic Stream. Ich kenne mich mit den Channels auf Prime überhaupt nicht aus, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ja, Direktor haben wir zwei Direktoren, Mark Neville-Diener und Brian Taylor. Die haben beide auch Crank 1 und 2 gemacht. Just juice me. Zu den Schauspielern. Wir haben Gerard Butler. Den kennt man aus Herrschaft des Feuers und 300. This is madness! Madness. This is Sparta! Wir haben Michael C. Hall, der ist vor allem aus der Serie Dexter bekannt. Wir haben Terry Crews, den kennt man zum Beispiel aus dem Film Norbit mit Eddie Murphy und Idiocracy. Aber man kennt ihn noch aus den Old Spice-Werbungen, aus den alten Old Spice-Werbungen. Automatic freshness, softness and static control has never been easier with the Bounce Dryer Bar. I just stick it to the inside of my dryer and I never have to remember. Oh, Old Spice Body Spray makes you smell like power! It's so powerful it sells itself in other people's commercials! You smell like outdoor freshness. You smell like power? Yeah, I do! Power! Wir haben Logan Lerman, den kennt man unter anderem aus den Percy Jackson-Filmen oder Die drei Musketiere, der etwas neueren Verfilmung.
Wir haben Ludacris, der ist ja eigentlich ein Rapper, aber man kennt ihn zum Beispiel auch aus der Fast and Furious-Reihe. Wir haben Amber Valletta, die war zum Beispiel in Spy Daddy und Hitch, der Date-Doktor. Wir haben Kyra Sedgwick aus Daddy ohne Plan und der Serie Brooklyn 99. Wir haben John Leguizamo, den kennt man zum Beispiel aus dem ersten John Wick-Film und den Super Mario Bros. Film. Nicht den, der jetzt gerade war, sondern den Live-Action-Film, der ja eher nicht so pralle war, aber naja. Und zum Schluss haben wir noch Keith David, den kennt man zum Beispiel aus Sie leben und das Ding, ist aber auch zum Beispiel bei Rick and Morty eine Stimme oder war auch in den, wie hießen die Spiele denn jetzt nochmal? Saints Row Spiele war es. In Saints Row war er auch als er selber. Ja, es gab zwei Fassungen von diesem Film. Eine FSK 18, die wurde um 21 Sekunden gekürzt. Und eine FSK 16, die um ganze 8 Minuten 33 gekürzt wurde. Ich habe hier die FSK 18, was man jetzt nicht sieht, weil es ein Wendecover ist. Aber hier drin sieht man es. Ja, 3D. Ich habe noch nicht in 3D gesehen und ich habe auch nichts, was 3D abspielt. Deswegen. Es war einfach die einzige Fassung, die es gerade gab. Zu dem 3D, er sollte auch eigentlich in 3D gefilmt worden werden, aber er wurde nicht in 3D gefilmt, er wurde dann halt später für die Blu-ray-Fassung in 3D konvertiert. Ja, wie gut das ist, man weiß es nicht. Man hört, also ich fand jetzt den 3D-Hype damals jetzt auch nicht so interessant, weil es nicht wirklich gut benutzt wurde. Ja, der Film spielt im Jahr 2034, was jetzt in 10 Jahren ist, aber so. Zu dem Film, die Story ist jetzt eher ja, nicht so pralle. Vor allem, er versucht sich halt an Gesellschaftskritik mit Kapitalismus, dass zum Beispiel es gibt zwei Spiele, Slayers und Society. In Society kann man halt über einen Menschen Kontrolle übernehmen, was sein Avatar dann wird. Man kann mit dem halt alles machen, was man will. Man bezahlt ihn halt sozusagen dafür. Und dann Slayers, wo man das halt die Kriegsspiel-Äquivalent dazu ist. Ja, aber das gelingt ihm halt nicht so gut, weil Castle ist halt ein etwas übertriebener Bösewicht, wo der am Ende natürlich erlegt wird. Achtung, Spoiler. Und Society und Slayers wird dann ausgeschaltet. Und so einfach ist es ja natürlich im richtigen Leben nicht. Also die Gesellschaftskritik hier ist eher flach und ja, auch die Verrohung durch Killerspiele und so. Wird versucht, aber ist jetzt nichts, was jetzt große Tiefe hat, sondern dieser Film, das Einzige, was er halt wirklich zu bieten hat, ist Action drauf und drauf. Also Explosionen, Schießereien und alles und auch durchaus brutal. Aber die Gesellschaftskritik fällt eher flach bei diesem Film. Außerdem, ja, Michael C. Hall passt auch irgendwie nicht so in diesem Film. Es ist halt. Es ist so ähnlich wie bei Death Race mit Jason Statham, wo es ja auch die Gefängnisleiterin gibt, die ihn dann am Ende loswerden will. Und ja, also, wenn ihr Action wollt, dieser Film ist absolut Action von Minute 1 bis zum Ende. Geht es halt einfach Schlag auf Schlag. Man hat kaum eine ruhige Minute. Und auch Terry Crews, der von Cable losgeschickt wird, um Gerard Butler unschädlich zu machen, ist halt echt gut gelungen, da er halt auch einen Kopf größer ist und auch ein bisschen breiter von den Muskeln. Ja, also er passt als Gegenspieler einfach viel besser als Michael C. Hall. Und auch sein Ende ist so ein bisschen antiklimaktisch, aber wenn ihr Actionfilm sehen wollt, dieser Film ist absolut für euch. Es ist ein Schießfilm erster Güte. Aber wenn ihr, ich sag's jetzt mal so, wenn ihr die Möglichkeit Crank zu sehen, guckt lieber Crank. Aber dieser Film ist durchaus auch gut. Für einen einfach Hirn aus Action. Dafür ist dieser Film gemacht worden. Und nicht, um irgendwie groß philosophische Diskussionen über die Gesellschaft zu führen, sondern einfach, um Action zu sehen. Das ist dieser Film. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Was war das denn? Cable?
Ich bin es. Simon, ich bin dein Gamer. Dreh mich um. Live auf Sendung in 3, 2, 1. Sie nennen es Spiel. Slayers gibt dem Gamer volle Kontrolle über einen Menschen aus Fleisch und Blut. Aber die Figuren sind real. Jeden unserer Slayer erwartet die Todesstrafe. Wenn du 30 Runden überlebst, wirst du freigelassen. Ein verdammt verlockendes Angebot. Manche versuchen, sich ihre Freiheit zu erspielen. Cable ist ein perfekter Soldat. Ihn wollen die Zuschauer. Aber keiner hat es bisher überlebt. 27 Battlescanner war bisher so nah dran. Mein Ehemann. Er soll schon bald entlassen werden. Deine Frau und dein Kind brauchen dich. Wir wissen, wo sie sind. Ich kann mich durchhelfen, aber nicht, wenn du die Kontrolle behältst. Wenn du gewinnen willst, lass mich frei. Du bist der, der alle Fäden in der Hand hält. Ich denke es und du führst es aus. Du gehörst mir, Junge. Du bist es, nur deinetwegen konnte ich das überstehen. Du kannst das Spiel nicht kontrollieren.